Kikeriki. Es war einmal eine Kikeriki. Schlaue Frau in einem weit entfernten Dorf, die überhaupt nicht gerne arbeitete. Diese Frau hatte zwei Töchter namens Emily und Emma. Emma war ein faules und unbegabtes Mädchen. Emily dagegen war ein sehr fleißiges und sehr talentiertes Mädchen. Aber ihre Mutter liebte Emma mehr, weil sie jünger war und sie immer noch wie ein Baby behandelte. Deshalb ließ sie Emily die ganze Arbeit machen. Emily, komm schon, mach die Reinigung fertig und mach einen Kreuzstich und bring ihn zum Verkauf. Wegen der Faulheit ihrer Mutter und ihrer Schwester ging nur Emily nachmittags auf den Markt und verkaufte ihre handgefertigten Kreuzstiche. Wenn sie nach Hause kam, kochte ihre Mutter nur für Emma. Emily hingegen versuchte, sich satt zu fühlen, indem sie die Reste der Mahlzeiten aß. Eines Tages ging Emily nach draußen an den Rand des Brunnens, um einen Kreuzstich zu machen. Mit der Häkelnadel in der Hand begann sie, ihr Kreuzstichmuster zu sticken. In diesem Moment sprang plötzlich ein Hahn auf sie zu und begann zu krähen. Kikeriki! Kikeriki! Aua, was machst du denn da, Hahn? Geh von meinem Kopf! Oh nein, mein Kreuzstich! Emily war so traurig, dass sie ihr Kreuzstichmuster in den Brunnen fallen ließ. Wenn meine Mutter davon erfährt, wird sie sehr wütend sein. Oh, was soll ich jetzt nur tun? Kikeriki! Benutz dein Hirn, verdammt! Benutz dein Eimer! Kikeriki! Emily griff, wie der Hahn gesagt hatte, nach dem Eimer, der im Brunnen hing. Sie wollte den Eimer gerade in die Hand nehmen, als sie für einen Moment das Gleichgewicht verlor und in den Brunnen fiel. Als Emily die Augen öffnete, fand sie sich in einem Garten voller bunter Blumen wieder. Was für ein schöner Ort! Wo bin ich denn gelandet? Als sie eine Weile gelaufen war, tauchte ein Kaninchen vor ihr auf. Hilf mir bitte! Ich krieg diese Karotte einfach nicht raus! Aha. Emily ging ihm sofort zur Hilfe und zog die Karotte, die das Kaninchen wollte, mit einer Bewegung aus dem Boden. Oh, wie lecker! Danke! Während das Kaninchen fröhlich davonlief, ging Emily ihren eigenen Weg. Etwas weiter vorne sah sie eine Rose, die gerade trocknete. Hey, bring mir etwas Wasser, ich verdurste. Emily ging sofort zum Brunnen, um den Wunsch der Rose zu erfüllen, nahm etwas Wasser in ihre Handfläche und goss es in die Wurzeln der Rose. Die Rose wurde wiederbelebt und verströmte einen wohlriechenden Duft. Dank dir wird mein Leben länger sein. Emily setzte ihren Weg fort. Nach einer Weile kam sie an einem Haus vorbei. Vor dem Haus stand eine seltsame Frau, die wie eine böse Hexe aussah und sie anstarrte. Emily hatte solche Angst vor dieser Frau. Sie wollte sofort von dort verschwinden. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, mein Kind. Komm, ich hab dir was zu zeigen. Komm her. Emily ging neugierig auf die Frau zu. Mein Name ist Holle. Alle lieben mich sehr. Wenn du dich gut um mein kleines Haus kümmerst, kannst du so lange bleiben, wie du willst. Alles, was du tun musst, ist, jeden Morgen mein Bett mit Federn zu bedecken. Ich weiß sowieso nicht, wie ich nach Hause komme. Ich kann eine Weile bei dir bleiben. Emily kümmerte sich sehr gut um das Haus, wie Mutter Holle es wollte. Jeden Morgen, ohne sich zu langweilen, versäumte sie es nicht, das Bett von Frau Holle mit Federn zu bedecken. Mutter Holle liebte Emily sehr und so bereitete sie ihr abends sehr gute Mahlzeiten zu.
So vergingen die Tage. Obwohl Emily hier sehr glücklich war, begann sie ihr richtiges Zuhause zu vermissen. Frau Holle, du weißt, dass ich dich sehr liebe, aber ich möchte jetzt nach Hause. Oh, Emily, ich bin so froh, dass du für mich gearbeitet hast und mich begleitet hast. Natürlich kannst du jetzt nach Hause gehen. Ich mache dir den Weg bereit. Oh, danke, Frau Holle. Frau Holle brachte Emily zu einer großen goldenen Tür. In dem Moment, als Emily durch diese Tür ging, war sie mit brandneuen Kleidern und Gold bedeckt. Ein kleines Geschenk an dich für die liebevolle Zusammenarbeit mit mir. Hier ist eine Häkelnadel und Kreuzstich, die du in den Brunnen geworfen hast. Vielen Dank, Frau Holle. Du bist ein sehr guter Mensch. Später bedeckte Mutter Holle Emilys Augen mit ihren Händen und bat sie, bis drei zu zählen. Eins, zwei, drei. Als Emily die Augen öffnete, fand sie sich vor ihrem Haus wieder. Kikeriki! Emily ist zurück! Sie ist jetzt ein goldenes Mädchen! Als sie Emily sahen, konnten ihre Mutter und ihre Schwester Emma ihre Überraschung nicht verbergen. Aber wie, aber wo? Wo hast du denn so ein schönes Kleid gefunden? Emma, sei still. Meine liebe Tochter, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Sag mir, wo hast du all diesen Goldschmuck denn gefunden? Emily erklärte alles der Reihe nach. In diesem Moment dachte ihre Mutter, dass Emma dasselbe tun könnte. Sie schickte Emma gierig an den Rand des Brunnens. Emma warf das Kreuzstichmuster und die Häkelnadel in den Brunnen. Auch sie sprang ihnen hinterher. Als sie die Augen öffnete, befand sie sich in dem geheimnisvollen Garten, aus dem Emily gekommen war. Nachdem sie eine Weile gelaufen war, sah sie ein Kaninchen. Das Kaninchen bat Emma um Hilfe, um die Karotte aus dem Boden zu holen. Oh, ich kann mir doch für ein Kaninchen nicht die Hände schmutzig machen, hä? Emma ging weg, ohne dem Kaninchen zu helfen. Vor sich sah sie eine Rose, die zu vertrocknen drohte. Die Rose bat sie um Hilfe. Ich kann dir kein Wasser geben, denn du hast Dorn und die könnten in meinen Händen stecken bleiben. Oh, das wäre schrecklich. Emma ging, ohne der Rose zu helfen. Schließlich stieß sie auf das Haus von Frau Holle. Ich habe gehört, Sie brauchen jemanden, der hier arbeitet. Sie könnten mir einen Job geben. Frau Holle sagte Emma, was sie zu Hause zu tun hatte. Erinnere dich, jeden Morgen wirst du Federn auf mein Bett legen. Emma war mit allem einverstanden. Am ersten Tag arbeitete sie gut und legte die Federn ordentlich auf das Bett. Aber in den nächsten Tagen begann sie, die Arbeit zu meiden. Das Haus wurde von Tag zu Tag schmutziger und Emma kümmerte sich nicht um die Federn auf Frau Holles Bett. Frau Holle war wütend, als sie sah, dass Emma nicht wie versprochen arbeitete. Es ist nun Zeit für dich, endlich nach Hause zu gehen. Emma war überglücklich, als sie das hörte, denn sie wollte so schnell wie möglich zu Goldschmuck und schönen Kleidern kommen. Ja, ich muss meinen Preis holen und nach Hause gehen. Frau Holle brachte sie zum goldenen Tor. Als Emma durch das Tor ging, regnete es statt Gold Schlamm auf sie herab. Was ist denn hier los? Was ist das? Diese Tür hat kein Gold auf dich regnen lassen, weil du die Dinge nicht richtig gemacht hast. Jetzt zähle bis drei und geh nach Hause. Eins, zwei, drei. Dann fand sie sich im Garten ihres Hauses wieder. Als der Hahn sie sah, begann er zu krähen.
Kikiriki! Emma ist zurück! Sie ist jetzt ein Schlammmädchen! Kikiriki! Ihre Mutter und ihre Schwester Emily waren schockiert, als sie sie im Schlamm sahen. Emma erzählte ihnen, dass diese schlammigen Kleider ihre Belohnung dafür waren, dass sie die Aufgaben, die Frau Holle ihr aufgetragen hatte, nicht richtig erledigt hatte. Von diesem Tag an verstand Emma, wie wichtig es ist, eine Aufgabe mit Liebe zu erledigen. Und sie wurde klüger und fing an, Kreuzstiche zu machen, genau wie ihre ältere Schwester Emily. So lebten die beiden Schwestern ein glückliches Leben, in dem sie gemeinsam Kreuzstiche herstellten und verkauften. Mit ihrem goldenen Haar und ihrem immer lächelnden Gesicht war Pollyanna ein 10-jähriges Mädchen, das Freude um sich herum verbreitete. Aber sie hatte ihre Eltern verloren, als sie noch sehr jung war, und war seitdem ganz allein. Für einige Zeit lebte sie in einem Waisenhaus. Nach ein paar Jahren holte ihre wohlhabende Tante sie zu sich, um sich um sie zu kümmern. Ihre Tante Fräulein Polly bereitete den kleinen Dachboden für Pollyanna vor. Das Hausmädchen Nancy freute sich sehr darüber. Hoffentlich gelingt es unserem kleinen Gast, die missmutige Miss Polly aufzuheitern. Als sie zu Hause ankam, weinte Pollyanna vor Glück. Sie fiel ihrer Tante um den Hals, aber ihre Tante war sehr ernst. Sie nahm Pollyanna und führte sie in ihr Zimmer. Pollyanna war fassungslos, als sie die Größe und den Reichtum dieses Hauses sah. Ihre Tante zeigte ihr ihr Zimmer auf dem Dachboden. Dies ist dein Zimmer und Abendessen gibt es um 18 Uhr. Komm nicht zu spät. Pollyanna mochte ihr Zimmer sehr. Obwohl sie alle anderen Räume im Haus gesehen hatte, fragte sich Pollyanna nicht einmal, warum ihre Tante ihr das kleine Zimmer auf dem Dachboden gegeben hatte. Um Punkt 18 Uhr saß Tante Polly am Tisch, aber Pollyanna war nirgends zu sehen. Wo ist dieses Mädchen? Soll ich sie rufen, Miss Polly? Nein. Nach dem Abendessen ging Miss Polly in Pollyannas Zimmer und bemerkte, dass das Zimmer leer war. Sie lief sofort in den Garten und teilte dem Gärtner mit, dass sie vermisst wurde. Der Gärtner hingegen zeigte auf einen Stein auf dem Hügel, auf dem Pollyanna saß. Hastig lief Nancy zu Pollyanna hinüber und zusammen gingen sie zurück in die Villa. Egal was geschah, Pollyanna schaffte es immer bei allem eine positive Einstellung zu behalten. Dies verblüffte Nancy und sie fragte Pollyanna, was ihr Geheimnis sei. Das Fröhlichspiel. Mein Vater hat mir das beigebracht. Als ich jung war, hat uns eine sehr hilfsbereite Frau einmal Krücken geschickt. Als ich nach dem Grund fragte, sagte sie, dass, solange wir sie sehen würden, wir die Tatsache schätzen würden, dass wir sie nicht brauchen und uns darüber freuen würden. Es ist wegen dieses Tages, dass, wenn immer ich und mein Papa das Gefühl haben, dass wir verzweifeln, wir an diesen Tag denken und einen Grund finden, froh zu sein. Am späten Abend stand Pollyanna in ihrem Zimmer auf ihrem Bett und weinte hysterisch. Mein Vater, du wohnst bei den Engeln. Ich versuche, unser Spiel zu spielen. Das weißt du. Aber wenn du ganz alleine auf einem Dachboden im Dunkeln festsitzen würdest, würde es dir auch schwer fallen, fröhlich zu sein. Am nächsten Tag ging Pollyanna die Treppe hinunter in den Garten und umarmte ihre Tante. Tante, geliebte Tante, heute Morgen bin ich so dankbar, dass ich am Leben bin. Sagen wir so guten Morgen? Nachdem Tante Polly dies gesagt hatte, drehte sie sich um und ging. Der alte Gärtner beobachtete sie aus der Ferne und Tränen füllten seine Augen. Dann ging er zu Pollyanna und sagte ihr, wie sehr sie wie ihre Mutter aussah. Zu wissen, dass der Gärtner ihre Mutter gekannt hatte, machte Pollyanna sehr glücklich. Im Laufe der Zeit wurde das Leben für Pollyanna in der Villa besser. Sie frühstückte, machte dann gleich mit ihrer Tante ihre Hausaufgaben und nach dem Mittagessen hatte sie bis 6 Uhr Freizeit. Sie erledigte sogar ein paar Einkäufe für das Haus. Eines Tages traf sie in der Stadt einen Mann.
der einen langen schwarzen Mantel und einen Zylinderhut trug. Obwohl sie sich bemühte, freundlich zu ihm zu sein, konnte sie nicht verstehen, was der Mann zu ihr sagte. Einige Zeit war vergangen und sie sah denselben Mann wieder. Sie versuchte noch einmal mit ihm zu sprechen. Dieses Mal unterhielt er sich mit ihr. Nancy war verblüfft, denn obwohl der Mann, der Mr. Pendleton hieß, sehr wohlhabend war, lebte er in einem großen Haus ganz alleine und sprach nie mit jemandem. Am nächsten Tag kam Pollyanna mit einem sehr schwachen Hund nach Hause. Miss Polly sagte kein Wort. Aber am folgenden Tag brachte sie einen Jungen nach Hause und Miss Polly war extrem verärgert. Unter all den anderen abscheulichen Dingen, die du getan hast, ist dies bei weitem das Schlimmste. Als ob es nicht genug wäre, dass du alle Katzen und Hunde von den Straßen gebracht hast, bringst du jetzt auch noch einen Bettler zu mir nach Hause. Ich bin kein Bettler. Nachdem er das gesagt hatte, stürmte der Junge aus dem Haus. Aber Pollyanna war entschlossen, diesen Jungen von der Straße zu retten. Im September ging Pollyanna zur Schule. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre Schule sehr mochte. Eines Tages während eines Besuchs bat Mr. Pendleton Pollyanna, nicht zu gehen und ob sie bei ihm bleiben könne. Natürlich war es für Pollyanna unmöglich, eine Antwort zu geben. Herr Pendleton erklärte Pollyanna alles. Als ich jung war, habe ich mich in deine Mutter verliebt. Ich liebte sie so sehr, aber deine Mutter liebte mich nicht. Kurze Zeit später heiratete sie deinen Vater und zog aus dieser Stadt weg. Von diesem Tag an schien Herr Pendleton sich immer über die Welt um ihn herum aufzuregen. Er zog immer ein langes Gesicht. Aber weil Pollyanna ihn so sehr an ihre Mutter erinnerte, war es ihm unmöglich, die Welt mit positiven Augen zu sehen. Nur wenn Pollyanna die ganze Zeit bei ihm war, hatte er einen Grund zu leben. Zieh neben mir ein und wir können gemeinsam glücklich sein. Du kannst mich als deinen Vater sehen und ich werde dich wie meine Tochter behandeln. Aber obwohl ihre Tante es nicht zeigte, wusste Pollyanna, dass sie sie sehr liebte. Und sie wollte ihre Tante nicht verlassen. Sie wusste nicht, wie sie dies Herr Pendleton sagen sollte. Aber schließlich fand sie eine Lösung. Sie wollte, dass Herr Pendleton Jimmy aufnahm, den Jungen, dem ihre Tante nicht helfen wollte. Und dachte, dass das sowohl Herr Pendleton als auch Jimmy glücklich machen würde und Pollyanna sie beide öfter besuchen könnte. Herr Pendleton bat sie, ihn nächste Woche zusammen mit Jimmy besuchen zu kommen. Aber nach ein paar Tagen kam es zu einem sehr unglücklichen Unfall. Ein Auto fuhr Pollyanna an. Als sie am nächsten Tag im Krankenhaus ihre Augen öffnete, war Pollyanna sehr glücklich, am Leben zu sein. Sie wollte nicht, dass ihre Tante sie alleine ließ und sie genoss den Moment, als ihre Tante sie »Mein Liebes« nannte. Ein paar Tage später konnte Pollyanna das Krankenhaus verlassen, aber sie konnte ihre Beine nicht bewegen. Als Herr Pendleton Pollyanna besuchte, erzählte er Miss Polly von seinem Angebot an Pollyanna und wie sie das Angebot wegen ihrer Tante abgelehnt hatte. Als sie diese Geschichte hörte, wurde Tante Pollys Liebe für Pollyanna plötzlich viel größer. Nur um ihre Nichte glücklich zu machen, erlaubte sie den Katzen und den Hunden in ihr Zimmer zu gehen. Sie ließ alles zu, was Pollyanna glücklich machte. Der Arzt aus der Stadt, auf den sie gewartet hatten, kam nach einer Woche. Nachdem er Pollyanna untersucht hatte, hatte er eine schlechte Nachricht zu geben. Es tut mir leid, aber sie wird nie wieder laufen können. Oh nein! Als Tante Polly dies hörte, begann sie zu weinen und fiel bald darauf in Ohnmacht. Als Pollyanna ihre Tante hörte, begann sie hysterisch zu weinen. In diesem Moment stellten sich alle auf bittere, traurige Tage ein. Jeder vergoss Tränen für Pollyanna. Aber Pollyanna erzählte jedem, der sie besuchte, von dem Fröhlichspiel.
Um Pollyanna glücklich zu machen, beschloss Herr Pendleton, Jimmy zu adoptieren. Als Pollyanna die gute Nachricht hörte, war sie so glücklich. Tante Polly konnte nicht glauben, dass sie die Einzige war, die das Fröhlichspiel nicht kannte. Als sie darüber mit Nancy sprach, erfuhr sie alles. Dann eilte sie schnell zu Pollyanna hinüber. Also, dein Fröhlichspiel? Ab jetzt werden wir dieses Spiel zusammenspielen. Ja, das ist bei weitem die beste Nachricht, Tante Polly. Nach einiger Zeit wollte der Arzt von Herr Pendleton Pollyanna sehen. Aber es gab ein Problem, weil er vor vielen Jahren einen Streit mit Tante Polly gehabt hatte. Und er hatte seit 15 Jahren keinen Fuß mehr in ihr Haus gesetzt. Aber schließlich kamen sie zu einer Einigung und sie brachten Pollyanna in ein Krankenhaus außerhalb der Stadt. Herr Pendletons Arzt kümmerte sich um Pollyanna und sagte, es gäbe Hoffnung. Nach ein paar Monaten erhielt Tante Polly einen Brief von Pollyanna. Liebste Tante Polly, ich habe gute Neuigkeiten. Meine Therapie ist erfolgreich gewesen. Ich kann endlich wieder gehen. Die Ärzte hier sagen, dass ich bald nach Hause zurückkehren kann. Ich wünschte, ich könnte den ganzen Weg laufen. Oh, wie glücklich ich bin. Alles macht mich glücklich. In der Tat bin ich sogar froh, dass ich meine Beine für einige Zeit nicht nutzen konnte. Wenn dies nicht passiert wäre, würde ich sie niemals so sehr schätzen wie jetzt. Ich hoffe, dich bald zu sehen. Mit Liebe, Pollyanna.